Ho, 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 bidi, bidi, bo, der Verrückte ist wieder do. Hallo, meine Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir. Oh, Comic, zum Thema Raid Shadow Legends und heute ist die Stunde der Wahrheit schon wieder gekommen. Es gibt ein 10-fach-Event auf Bet Elkazar. Es gibt doppelte Chance auf antike Splitter. Ich habe natürlich keine Juwelen und Mühen und Kosten gescheut, um wieder einige Splitter zusammenzubekommen. Und in diesem Video werden wir versuchen, Bet Elkazar zu bekommen. Oder wenigstens ein, zwei Champions, die ich noch nicht habe. Tube-System ist zwar draußen, aber ich bevorzuge tatsächlich Champions, die ich noch nicht habe. So, vielleicht ziehen wir ja auch den Fusions-Champion. Hey, wer weiß. Aber wir sehen es, antike Splitter, 16%, 83%, 1%, sagenhafte 1% und Bet Elkazar 10-fach aus antiken Splittern. Und ich sag mal so, hey ho, let's go. Ich muss meine Champion-Höhle wahrscheinlich wieder ein bisschen aufräumen, aber der Vorteil ist ja auch, ich meine, es ist eigentlich jetzt tatsächlich das beste Event. Ja, wir haben eine Fusion, wir können eventuell seltene oder epische Fusions-Champions mit rausziehen, die wir gegebenenfalls uns sonst noch durch Wettbewerbe geholt hätten. Der erste! Nethril! Oh, der ist natürlich auch geil, aber den habe ich leider schon. Also weniger Dupletten, mehr Bet-El bitte. Schlachtmaid. Noch einer! Bet-El! Das hat sich gelohnt! Wir haben Glück diesmal mit 10-fachen Event-Champions, das gibt's doch gar nicht. Ich kann gerade nicht so rumschreien, es ist schon spät und meine Tochter und meine Frau schlafen schon, aber tatsächlich hätte ich jetzt etwas lauter gejubelt gerade eben. Ich meine, welche Wahrscheinlichkeit haben wir? Wir haben leeren Splitter-Event gehabt, ich habe Ursuga rausgezogen, 10-fach-Event-Champion damals gewesen, Ursuga war 10-fach-Champion. Dann das nächste Mal, wir haben doppelte Chance gehabt auf, was waren es, glaube ich, heilige Splitter. Wir haben auch einen der 10-fach-Event-Champions, Kyoku oder wie sie hieß, rausgezogen. Und jetzt haben wir wieder ein 10-fach-Event mit epischen, antiken Splittern. Und wir haben tatsächlich schon wieder Bet El, oder was heißt schon wieder, wir haben den ersten Bet El gezogen. Was ist denn nur los? Diese Chance für 10-fach-Champions ist so gering. Und jetzt in letzter Zeit kommen hier die 10-fach-Champions einfach nach und nach und vor allen Dingen einen legendären 10-fach-Champion zu ziehen. Das ist so selten. Und gleich dreimal hintereinander. Also ich glaube, ich kann aufhören, Splitter aufzumachen. Aber wir machen trotzdem noch ein paar auf. Vielleicht kommt ja noch ein guter anderer. Ich meine, das waren ja zwei legendäre hintereinander. Zwei legendäre hintereinander direkt. Der Wahnsinn. Also es ist wahrscheinlich ein Weihnachtsgeschenk einfach von Plarium oder so. Keine Ahnung. Nice, nice, nice. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Glück, wenn ihr denn mitmacht und zieht noch den einen oder anderen. Ich habe jetzt noch keinen seltenen von der Fusion mit dabei gesehen. Wir hatten letztens aber schon mal welche dabei. Die habe ich auch gleich aufgehoben natürlich. Auch hier ist jetzt weder ein epischer noch ein seltener drin von der Fusion. Jedenfalls habe ich keinen gesehen. Kann natürlich auch sein, ich habe ihn übersehen. Nasana natürlich auch nicht. Barot Bluttrank, der ist übrigens auch ziemlich gut. So, wir machen noch ein bisschen weiter. Gucken, was noch so uns überraschend vielleicht passiert. Sucher, Schütze, Hotatsu, Krausefell. Krausefell, echt einer meiner ersten epischen Champions gewesen. Habe ich mich früher echt drüber gefreut, bis ich dann gemerkt habe, wie schlecht er eigentlich ist. Sehr viele epische Champions, also doppeltes Chance-Event ist immer gut, um epische Champions abzustauben. Auch wenn man keinen legendären sieht, vielleicht ist ja der ein oder andere gute epische da. Oh, da kommt wieder einer. Ah, Pixneel. Nein, noch einer. Kyoku, die haben wir auch schon. Die haben wir letztens beim 10-fach gezogen. Gleich was zum Verstärken. Alter, was ist los? Z
Zwei Stück hintereinander. Krass, krass, krass. Doppelte Chance hat sich heute schon total gelohnt, auch wenn, sag ich mal, die meisten jetzt doppelte Champions dabei waren, bin ich gar nicht böse drüber. Wir haben ja die Möglichkeit, da auch irgendwas damit anzufangen, auch wenn ich mir dann erst überlege noch, was ich mit denen mache, ob ich sie zum Verbessern benutze, ob ich sie für einen Champion-Ring benutze oder ob ich mir dann aus dem Shop vielleicht irgendjemanden raushole. Wie Foley. Foley würde ich natürlich sehr gerne rausholen, aber na, vielleicht ist er ja auch in den Splittern heute drin. So, ich habe jetzt gerade überlegt, wir hatten so viel Glück mit den Zehnfach-Event-Champions. Ich lasse 173 für morgen. Hab ja noch ein paar Juwelen, die wir benutzen können. Da ist ja auch doppelte Chance. Da aber allerdings auf die andere Heilerin und Cleanserin, die ich tatsächlich noch einen Ticken besser finde als Bet-El. Also, wenn wir die auch noch bekommen, dann weiß ich nicht, was ich mache. Dann müssen wir hier wild ein paar Millionen Splitter ansammeln. Dann machen wir nächstes Weihnachten ein paar Tausende von Splittern auf und gucken einfach, was da Geiles drin ist. Dann ziehen wir alle Legendären, die es im Spiel gibt oder so. Keine Ahnung. Es ist unnormal, was hier gerade passiert. So, es ist der 25. Ich habe tatsächlich jetzt auch schon für das Ausbildungsereignis meinen lieben Bet-El auf Level 60 gebracht. Allerdings noch keine Bücher, sondern auch noch keine Fertigkeiten oder so, sondern wirklich Ausbildungsereignis auf 60 bringen. Das war das Ziel. Und jetzt versuchen wir nochmal unser Glück mit der anderen Championette. Und zwar haben wir jetzt 307 antike Splitter. Gestern haben wir bei 173 aufgehört, aber wir hatten nochmal ein richtig cooles Weihnachtspaket zwischendurch, nämlich 45 Stück mit EP-Fässern, mit Büchern und noch 10 5-Sterne-Hühnchen. Das ist ein recht gutes Angebot, muss ich dazu sagen. Es ist tatsächlich nicht schlecht von dem Verhältnis her. Es ist natürlich teuer, klar, aber es ist tatsächlich gut gewesen. Und dann den Rest, wie ihr seht, meine Juwelen haben etwas abgenommen, habe ich mir natürlich aus dem Juwelenladen besorgt. Das heißt also quasi, wir sind jetzt wieder bei circa genauso vielen Splittern, wie wir gestern waren. Und wenn unsere Glückssträhne anhält, haben wir vielleicht das Glück, heute noch diese junge Frau hier zu ziehen. Vorher möchte ich euch noch ganz kurz vielen, vielen Dank sagen. Wir haben tatsächlich das Spendenziel weit übertroffen. Über 100 Euro. Mit 666 Euro. Zahl des Teufels. Da werden wir natürlich das Ganze hier ans Kinderhilfswerk geben. Gestern, wie gesagt, habe ich noch gewartet, dass das Ganze dann abgeschlossen ist, dass dann nicht noch weitere Spenden oder sowas eingehen. Und ja, das Ganze geht dann nochmal ans Kinderhilfswerk. Wir werden natürlich ein separates Video noch dazu machen. Und jetzt wird erstmal wieder weitergemacht mit Splitter öffnen. Ich habe ja heute meine Champion-Höhle auch ein bisschen ausgedünnt durch das ganze Aufleveln und Rangsteigern von den Champions. Das heißt, etwas Platz geschaffen. Und dann haben wir vielleicht Glück, auch diesen Zehnfach-Champion eventuell unser eigen nennen zu dürfen. Oder vielleicht ziehen wir ja auch Gräfin Lilithu oder sowas. Da wäre ich jetzt auch nicht besonders böse. Vielleicht haben wir Glück und kriegen noch einen legendären dazu, den wir noch nicht hatten. Oh, Brutlord ist einer aus der Fusion gerade. Tyrell, nice. Rektorentreff, auch sehr gut. Also Brutlord habe ich leider schon durch ein Event. Ne, nicht durch ein Event, habe ich schon durch die seltenen Champions. Habe ich auch schon alle gelevelt, weil heute, wie gesagt, Ausbildungs Ereignis, da einiges gelevelt und so weiter. Auch vielleicht kriegen wir den ein oder anderen seltenen Fusions-Champion noch dazu. Das Nonplusultra wäre natürlich der legendäre Fusions-Champion. So, aber man sieht schon, heute haben wir nicht ganz so einen Lauf wie gestern. Gestern hatten wir ja einige Legendäre, die wir rausgezogen haben. Aus, glaube ich, nicht ganz 150 waren es, die wir geöffnet hatten und hatten einiges dabei. Visionär, schon wieder auf Fusion. Das heißt, ich habe schon mal meine Fusions-Champions, meine Dupletten wieder rein quasi. Gut, die muss ich jetzt nicht leveln. Und die habe ich jetzt für später, um sie mal auszuprobieren. Terror Beast, ja, ist jetzt nicht so.
Aber keiner von den seltenen, glaube ich, jetzt dabei. Und noch kein Legendär, obwohl auch doppelte Chance heute wieder ist. Seelentrinker. Oh, jetzt kommt ein Legendärer. Samar. Wow, der ist teilweise auch ziemlich nice für bestimmte Dinge. Ist jetzt nicht mein Hardcore-Ultra-Super-Champion, den ich unbedingt haben will, aber ist nicht schlecht. Seelentrinker. Ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass man mit Seelentrinker bei Bommal mit vielleicht dem seltenen Champion, den wir jetzt haben können, der ja auch die Bomben begünstigt, dass man da vielleicht ein ganz nettes Bombenteam bauen könnte, mit dem wir Bommal zu Tode bomben können. Ich weiß es noch nicht. Könnte sein. Ich meine, Samar ist auch jemand, der Bommal alleine machen kann. Also, ne, Solo. Aber wir haben ja schon einmal Solo gemacht. Wir haben ja jetzt auch das Wiederbeleben oder beziehungsweise das Heilungsteam das letzte Mal gezeigt, was ich gemacht habe. Vielleicht können wir beim nächsten Mal ein Bombenteam mit Seelentrinker oder sowas machen. Bin ich auf jeden Fall gespannt, ob ich das hinbekomme. Oh, jetzt die Champion-Höhle voll. So, na dann fordern wir unser Glück wieder heraus und schauen, was uns diese lustigen antiken Splitter heute so alles bescheren. Geweihter Ritter. Sandige Überlebende. Naja, auch nett. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, davon habe ich auch nur eine. Könnte für die Hydra-Teams eventuell eine Rolle spielen. Galkutta. Wäre natürlich jetzt auch genial, wenn wir den einen epischen noch bekommen, den ich genau für die Fusion noch brauche, den ich gerade für den mache ich gerade das Ausbildungsevent. Ich könnte mir den auch durch die seltenen Champions holen, theoretisch. Ah, da ist er, Ordner. Genau den meinte ich eben mit den Bomben vorhin. Da bin ich noch gespannt. Vielleicht kann ich mit Ordner noch irgendwas anfangen. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht können wir mit Ordner noch irgendwas machen. Oh hier, die seltene Reihe haben wir jetzt hier dran. Ja, das ist einfach der Ausgleich für das Glück, was wir jetzt hatten. Wo ich gerade von Glück erzähle, ne? Aber ich habe schon zig Elegaios. Also ich glaube, ist mein fünfter oder so. Aber ist nicht schlimm, den kann ich gegebenenfalls im Tokenshop einlösen, weil genug Untote für die Fraktionswächter, die habe ich. Aber wer mir tatsächlich noch gefehlt hat, das habe ich heute nämlich durchgeguckt, welche epischen mir so momentan so gerade fehlen. Und da war tatsächlich Otikata auch dabei. Die hatte ich bis jetzt noch gar nicht. Habe mir das Skillset jetzt nicht gerade angeguckt, aber ist ja schon mal cool, dass wir sie haben. Vielleicht kann man sie ja irgendeiner Art und Weise einsetzen. Falls ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Und da ist er, Masamoto. Das war derjenige, den ich jetzt eigentlich noch brauche. Gut, dann brauche ich jetzt in dem Ausbildungsevent auch nicht mehr so krass Punkte zu machen. Dann haben wir ihn auch. Und wir haben noch 157 Splitter übrig, aber ich muss erstmal ein bisschen Platz machen. So, let's go. Wo ist jetzt hier die zehnfach Championette? Ist sie mit dabei? Oder kriegen wir vielleicht noch was anderes Cooles? Also ich würde mich jetzt auch nicht über Dracomorph oder Grefinditu oder sowas beschweren. Auch Samar natürlich. Kann ich mich nicht beschweren. Hatte ich bis jetzt noch nicht. Bin immer froh, wenn es kein doppelter Champion ist. Schon wieder ganz eine Reihe seltene, ohne epischen. Das ist. Man merkt, dass Weihnachten vorbei ist. Schon wieder der Erste, der kommt. Errol. Ich weiß gar nicht, ob ich Errol. Hatte ich Errol schon? Müssen wir nachher mal gucken. Kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Könnte sein, dass ich den noch nicht hatte. Es war wieder der Erste. Wieder gleich an erster Stelle direkt. Errol. Errol Sander. Da war wieder ein Seltener dabei, übrigens, von der Fusion. Die brauche ich ja jetzt gar nicht mehr eigentlich. Oh, hohe Kötter. Shani hatte ich auch noch nicht. Ich habe nämlich, wie gesagt, letztens erstmal meine epischen durchgeguckt, wen ich noch nicht hatte. Shani hatte ich auch noch nicht. Wieder ein Seelentrinker. Ist vielleicht ein Zeichen, dass wir tatsächlich mal mit Seelentrinker gegen Bommal loslegen sollten. Weiter geht es. Glück oder nicht, das sagt uns hoffentlich das gelbe Licht. Oder heute hier gerade
ganz viele Strecken blau. Ganz viele Strecken blau. Aber das kann natürlich nicht so bleiben. Wir brauchen Gold. Gold, Gold, Gold. Oh, das ist ja hier, das ist jetzt hier Wegezoll für das ganze Glück, was wir letztens hatten. Aber Bronze, Silber und Gold. Mehr habe ich nie gewollt. Das ist ja auch eine von den neuen, das ist zwar nicht die zehnfach, aber das ist ja auch eine von den, die jetzt gerade erst dazugekommen sind. Also sieht auf jeden Fall nice aus, ne? Hier. Bei dem ganzen Gold und Blau hätte man ja denken können, das könnte mal wieder eine Hochelfin sein, ja. Aber es ist Heiliger Orden. Also die Farbzuteilung sagt nichts darüber aus, ob ein Champion zu irgendeinem bestimmten oder zu einer bestimmten Fraktion gehört. Ja, das ist, das kann man vergessen. Vergessen kann man das. Super. Auf jeden Fall schon mal neue Champions bekommen. Immer sehr, sehr geil. Und ich weiß gar nicht, was ich damit eigentlich alles machen soll. Let's go. Es wird wahrscheinlich hier mit einer der letzten Runden werden. Wer will noch nicht? Wer. Oder wer hat noch nicht, wer will noch mal? Und wo kommt jetzt Gräfin Lilitu oder unsere Zehnfach-Championette? Das. Noch einer. Rasin. Na, habe ich schon. Aber ich hatte bis jetzt zum Glück immer Glück und habe Rasin noch bisher kein zweites Mal gehabt. Vielleicht gut für die Fraktionswächter der Salamander-Menschen, weil sehr viele doppelte Salamander habe ich tatsächlich nicht. Da war wieder unser Ordner dabei übrigens, der seltene Champion mit den Bomben. Geweihter Ritter. Sieben Stück. So, sieben Stück bringen Glück. Reimen wir das mal so und bilden es uns ein. Komm, ist unsere Zehnfach-Championette jetzt noch dabei? Also beschweren können wir uns definitiv nicht. Also wirklich keine Beschwerde. So gute legendäre Champions mit dabei gehabt. Neue legendäre Champions mit dabei gehabt. Bad L gezogen. Ich weiß gar nicht. Also, das ist tatsächlich krass. Krass, krass, krass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach so, so krass. Die krasseste Ziehung, die ich jemals, glaube ich, bis jetzt hier gemacht habe. Es waren natürlich auch ein paar mehr Splitter als sonst. Aber es hat sich gelohnt. Also ich kann nicht sagen, dass es sich nicht gelohnt hat. Es hat sich gelohnt. Ich habe alle Champions für die Fusion jetzt. Wie gesagt, hätte ich eigentlich durchs Ausbildungsevent jetzt noch bekommen müssen, muss ich tatsächlich jetzt gar nicht mehr. Die hier habe ich schon. Glaube ich, habe sogar schon auf 50. Habe ich auch schon auf 50. Auch schon auf 50. Fehlt nur noch er hier dann auf 50 mit entsprechend und dann können wir die Fusion machen. Jetzt gucken wir noch mal kurz, was jetzt alles neu war. Gehen wir mal ganz kurz durch. Also ich glaube, Errol ist hier mit dabei, ne? Nee, ist nicht hier mit dabei. Errol ist Heiliger Orden. Ah, tatsächlich, war neu, hatte ich noch nicht. Errol greift einen Gegner an, Zusatzchance 35% kritischen Treffer zu landen. Okay. Ist jetzt nicht so, aber hat bestimmt irgendwas mit Crit-Quote. Greift einen Gegner dreimal an, bietet eine Zusatzchance von 30%, einen kritischen Treffer zu landen. Jeder Treffer hat eine Chance von 50% auf ignoriere Def. Steht aber nicht dazu, wie viel Defensive. Ob er jetzt komplett Defensive ignoriert oder nur ein Teil. Stiehlt alle Buffs von einem Zielgegner und greift dann das Ziel an, bietet eine Zusatzchance von 30%, einen kritischen Treffer zu landen. Also der Vorteil von ihm ist definitiv, wir brauchen nur 70% kritische Trefferquote theoretisch. Allerdings muss man auch immer sagen, 30% Zusatzchance ist jetzt nicht so viel. Also wir sollten schon gucken, also ich würde tatsächlich gucken, dass ich so um die 90 mindestens Prozent Crit-Quote bei ihm verteile, weil so 100% sich sicher auf diese Zusatzchance kann man ja nun mal nicht sein. Aber dass alle Buffs stehlen und wenn er dann recht hart trifft, ist natürlich eine coole Sache, aber ich glaube nicht, dass er jetzt ein besonders starker legendärer Champion ist. Bei ihr weiß ich gar nicht. Ich habe sehr viel Frost gesehen und Widerstand in allen Schlachten.
Fähigkeiten dieses Champions kann keine Abklingzeit verliehen werden. Das ist natürlich das, was ich schon mal gesagt habe, finde ich ziemlich cool. Kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle benutzen. Wann immer ein Gegner versucht, entweder den Fähigkeiten dieses Champions oder eines Verbündeten Abklingzeiten zu verleihen, wird dieser Champion, wird dieser Gegner einen Frost-Debuff verliehen, bietet zudem eine Chance von 50% Abklingzeitenverlängerungseffekt zu blockieren. Also ich vermute, wie gesagt, für Kriegsherren ein Konter könnte das sein. Greift alle Gegner an, verleiht für 2 Runden einen 25% Schwächungs-Debuff, stiehlt zudem allen Gegnern, die einem Frost-Debuff unterliegen, einen zufälligen Buff. Okay. Buffs stehlen, ja, okay. Greift ein Gegner an, bietet eine Chance von 30% für eine Runde, einen Frost-Debuff zu verleihen, wendet außerdem einen Debuff-Verteilungseffekt an, wobei dem Ziel ein zufälliger Debuff genommen und allen Gegnern verliehen wird, die Frost-Debuffs unterliegen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man sie kombinieren könnte mit noch einem anderen Frost-Champion, Tormin, Gugo der Auror, was haben wir noch so, Shirimani. Wenn dann noch Gegner eingefroren werden oder noch mehr Gegner eingefroren werden, dann steigt natürlich der Wert dieser Skills nochmal zusätzlich zu dem, was sie ohnehin schon macht. Also ich sag mal so, in der Arena, vielleicht gegen Kriegsherr tatsächlich ein guter Konter. Ansonsten das Einfrieren ist natürlich immer nicht schlecht. Könnte mir aber durchaus auch vorstellen, dass wir noch andere Anwendungsmöglichkeiten für sie finden. Vielleicht für die Minions vom ewigen Drachen oder so. Also da ist natürlich noch ein bisschen was zu testen. Ich weiß gar nicht, es waren hier noch epische. Ne, waren keine epischen mehr. So, was hatten wir hier? Ah, Scarbureus. Den habe ich gar nicht mitgekriegt. Den hatte ich auch noch nicht tatsächlich. Dämonenbrut. Da habe ich, glaube ich, gesagt, wer es war. Das war genau sie hier. Sieht natürlich auch ziemlich cool aus. finde sie sieht wirklich richtig cool aus. Ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, was sie konnte. Wann immer dieser Champion oder ein Verbündeter einen kritischen Treffer auf einen Gegner landet, der einem Hex-Debuff unterliegt, besteht eine Chance von 10%, dem Gegner für eine Runde Gift-Debuff zu verleihen. Also was mit Hex-Debuffs haben wir hier? Greift viermal zufällig an. Jeder Treffer bietet eine Chance von 50%, einen Hex-Debuff zu verleihen. Abklingzeit 4 Runden auf 3 Runden hat, braucht scheinbar gar nicht so viele Bücher, oder? Kann das sein? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, okay, doch mehr, als ich dachte. Greift ein Gegner dreimal an. Jeder Treffer bietet eine Chance von 30% für 2 Runden ein 25% Gift-Empfindlichkeits-Debuff zu verleihen. Okay, das ist nice. Gift und Gift-Empfindlichkeit. 30% kann man steigern auf 50%. Und er greift drei oder sie greift dreimal an, dann sollte das schon relativ häufig procken. Greift ein Gegner zweimal an, jeder Treffer bietet eine Chance von 30%, die Dauer von 2 Gift-Debuffs um eine Runde zu verlängern. Okay, Gift-Debuffs verlängern, Gift-Empfindlichkeit könnte ein Einsatzgebiet haben. Vielleicht sogar bei der Hydra teilweise. Obwohl es da bestimmt bessere Champions gibt, aber auch Clan-Boss oder andere Bosse könnte ich mir sehr interessant vorstellen. Achso, er hatte noch eine Geschwindigkeitsaura, habe ich gerade gesehen. In allen Schlachten um 15%. Okay, für einen epischen Champion nicht schlecht. Naja, dann da Samar. Leider fehlt noch Trunda. Trunda wäre natürlich Non plus Ultra Mega Hammer gewesen. Aber irgendwann ist er auch noch dran. Wen hatten wir hier? Ach ja, Shani, die hatte ich ja gesagt, fehlte mir definitiv noch. Und Masamoto für die Fusion. Hört sich so ein bisschen an wie ein Fahrzeug. Masamoto. Boom. Da ist er. Super. Das hat sich gelohnt. Definitiv. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das hat sich gelohnt. Wir werden auf jeden Fall die Zeit noch nutzen, immer mal wieder Champion Guides zu diesen vielen Champions zu machen, die wir jetzt nebenbei noch gezogen haben. Ich weiß gar nicht, wann ich die ganzen Bücher dafür auftreiben soll. Aber okay, lasst uns mal schauen, wie es läuft. Wir werden einige Guides machen auf jeden Fall. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wem ihr am liebsten sehen wollen würdet. Und dann gucken wir, was wir hier machen können. Es hat leider beim letzten 10-fach-Champion nicht geklappt. Aber ja, was will man mehr? Es lief ziemlich gut. Super, top, kann mich nicht beschweren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Glück gehabt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüssi.